Hör auf mit diesem Hi Baby, hast du gut geschlafen, Scheiß. Willst du mich verarschen? Wenn du wirklich immer noch Sätze schreibst wie Hey Süße, guten Morgen, wie hast du geschlafen? Oder Hey Süße, gute Nacht, schlaf gut, hey, vermisse dich oder hey, denk grad an dich. Wenn du solche Sätze schreibst, wenn du das immer noch machst, bei Gott, dann hast du es verdient, dass du verlassen wirst. Dann hast du es verdient, dass dir das Herz gebrochen wird. Denn was für einen Grund auf diesem ganzen Planeten gibt es, das zu tun? Warum schickst du solche Nachrichten? Was ist der verdammte Sinn dahinter? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Okay, ganz kurz mal. Glaubst du wirklich, dass wenn du solche Sätze schreibst, dass du Attraktivität und Anziehung aufbauen wirst? Glaubst du wirklich, dass du sie damit begeistern wirst? Glaubst du, sie sitzt auf der anderen Seite und denkt, oh, er ist einfach der Tollste. Oh, ich liebe ihn. Ganz egal, was sie dir erzählt hat, ganz egal, was Mainstream dir erzählt hat, ganz egal, was alle die Frauen da draußen dir erzählen, von wegen, ich möchte einen Mann, der immer an mich denkt und mir Blumen schenkt und Rosen schenkt und immer sagt, dass er mich liebt und gern hat. Ganz egal, was sie dir erzählt haben, das alles ist Unfug, Mann, das alles ist Unsinn, das ist alles Schwachsinn. Geht das in deine Birne rein endlich? Das ist Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn, das funktioniert nicht. Das ist der Grund, warum du so ein emotionaler kleiner Milchbubi bist. Das ist der Grund, warum du zum Softie wirst. Das ist der Grund, warum du die ganze Zeit rumheulst und dir denkst, keine Frau will mich wirklich, aber ich mach's wieder so. Das ist der Grund, warum du eine verdammte emotionale Abhängigkeit bildest. Weil du verdammt nochmal viel zu viel investierst. Weil du tief im Inneren weißt, vielleicht ist das nicht das Richtige, aber ich mach's trotzdem egal, scheiß drauf. Und am Ende kommt die Rechnung. Oh, ich muss das bezahlen. Aber ich bin so ein armes Schwein, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß, ich habe gar kein Geld, wirklich. Hör auf, dieses emotionale Weichei zu spielen und zu glauben, dass du damit punkten kannst. Du kannst nicht damit punkten, dass du ein emotionales Weichei bist. Das funktioniert nicht. Du wirst sie verlieren und gar nicht erst kriegen. Das heißt also, du musst lernen, wie du diese Weichei-Mentalität endlich aus dir rausprügelst und rausholst, indem du emotionale Stärke etablierst. Und emotionale Stärke kannst du nur etablieren, indem du verdammt nochmal emotional intelligent bist und verstehst, wie deine Emotionen funktionieren. Du hast keinen blassen Schimmer, wie deine Emotionen funktionieren. Die wenigsten Menschen da draußen haben eine Ahnung davon, wie ihre Emotionen funktionieren. Das ist der Grund, warum die meisten rumlaufen, ohne einen blassen Schimmer davon zu haben, warum sie so am Arsch sind. Und wenn du erstmal verstehst, wie du deine Emotionen kontrollierst und steuerst und vernünftig führst, dann wirst du merken, dass du sehr viel einfacher haben wirst, um Frauen in dein Leben zu ziehen oder kennenzulernen und attraktiv zu sein, anziehend zu sein oder überhaupt eine starke Präsenz zu haben auf andere Menschen. Das heißt also, es ist enorm wichtig für dich zu verstehen, ganz egal, was dir in deinem Leben erzählt wurde über Männer und ihre Emotionen, es stimmt nicht. Du hast nicht soft zu sein. Du bist nicht Softie. Du bist Attila, der Krieger. Du bist ein Krieger. Du bist kein ich will aber doch nur Nähe und Zärtlichkeit. Ich will nur Nähe und Zärtlichkeit. Du bist nicht dazu da, um Nähe und Zärtlichkeit zu wollen, verdammt nochmal. Du bist dazu da, um Nähe und Zärtlichkeit zu geben. Hey, Süße, haben Sie gut geschlafen? Kannst du mir Aufmerksamkeit geben? Drauf geschissen. Du bist dazu da, um Nähe und Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit zu geben für die Menschen, die es verdient haben in deinem Leben. Aber du hast immer noch nicht verstanden, wie es richtig funktioniert. Heißt also, sieh zu, dass du endlich ins Erstgespräch kommst und deine Emotionen meisterst, um emotionale Stärke zu etablieren, um wahre Anziehung zu etablieren, um ein Mann von Wert zu sein. Oder such einen anderen verdammten Weg. Aber sorg ehrlich dafür, dass du aus dieser Weichei-Mentalität rauskommst. Sorg dafür, dass du nicht mehr dieser kleine, süße Softie bist, der die ganze Zeit glaubt, dass dein Leben so hart ist. Ist dein Leben schwer? Ja, ist dein Leben sehr schwer und hart? Oh nein, wie ist das denn passiert? Irgendwo auf diesem Planeten verrecken gerade Leute und haben es ultra schwer und wissen nicht mehr, wie sie ihr Essen bekommen sollen oder wie lange sie noch leben werden. Aber dein Leben ist sicherlich auch schwer. Stimmt? Ist echt hart bei dir, oder? Deine Emotionen sind gerade richtig anstrengend, oder? Es tut richtig weh. Tut's weh? Ja, glaube ich dir. Und es ist deine verdammte Verantwortung als Mann, dich darum zu kümmern. Also, wenn du bereit dazu bist, bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Wenn du wissen willst, was die ersten Schritte dafür sind, um diese emotionale Abhängigkeit zu meistern, dann schau dir dieses Video an. Wenn es Fragen geben sollte, runter in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Let's fucking go, Champ. Action. Vorwärts.